Okay, starten wir also mal mit den Kernelementen bzw. der Grundidee von DSGE-Modellen. Und dazu schauen wir uns einfach mal so eine Modellökonomie an, so wie sie in den DSGE-Modellen vorkommt. Das sind zum einen mal die Haushalte. Die Rolle von Haushalten in DSGE-Modellen ist zum einen die Produktionsfaktoren bereitzustellen. Das heißt, die Haushalte, verkaufen ihre Arbeit an Firmen. Sie kaufen auch die Konsumgüter von Firmen, aber vor allem stellen sie mal ihre Arbeit bereit und sie kaufen auch für die Firmen Kapital und leihen sozusagen den Firmen das Kapital. Das heißt, die stellen sozusagen Produktionsfaktoren, die dann von den Firmen für die Produktion benutzt werden, bereit. Und es gibt hier keine Unterscheidung nach Klassen. Also diese Unterscheidung aus der klassischen Ökonomie zwischen Kapitalistinnen und Arbeiterinnen fällt hier flach. Ne? Dann maximieren Haushalte ihren Nutzen, insbesondere über die Wahl von Konsum und Freizeit. Das heißt, sie entscheiden, wie viel Konsumgüter sie von den Firmen kaufen und wie viel sie an Arbeitskraft den Firmen zur Verfügung stellen und damit einhergehend auch, wie viel Zeit sie eben nicht mit Arbeit verbringen, sondern mit Freizeit verbringen. Dabei es gilt immer die Annahme, quasi Arbeit ist schlecht, Freizeit ist gut. Und Haushalte müssen eben so den richtigen Trade-off finden, wie viel müssen sie arbeiten, damit sie so viel konsumieren, dass sie maximal glücklich werden, um dann sozusagen zum einen genug Geld zur Verfügung zu haben, um sich Konsumgüter leisten zu können, aber gleichzeitig auch genug Zeit zur Verfügung haben und auch noch ihre Freizeit zu genießen. Auf der anderen Seite haben wir auch die Firmen. Die Firmen maximieren ihre Profite gegeben der Technologie. Es sind hier also keine Profit-Seeking-Firms, so wie in der evolutorischen Ökonomik, sondern Profit-Maximizing-Firms, wie die Haushalte auch hier intertemporale Profitmaximierung. Hier nur jetzt halt werden die Profite maximiert, nicht der Nutzen. Die Firmen entlohnen Haushalte für Faktorbereitstellung, das heißt, sie zahlen ihnen einen Lohn für die Arbeit, sie zahlen ihnen Rente für das geliehene Kapital und sie gehören auch den Haushalten, das heißt, sie geben ihre Gewinne auch an die Haushalte weiter über Dividenden. In den klassischen RBC-Modellen gab es in der Regel eine repräsentative Firma. Und diese eine repräsentative Firma hat auf Wettmärkten vollständiger Konkurrenz operiert. Ja, in der Regel, in DSGE-Modellen haben wir keine Annahme vollständiger Konkurrenz. Ja, auf den Produktmärkten gibt es in der Regel monopolistische Konkurrenz. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Firmen, die leicht unterschiedliche Produkte herstellen und diese dann weiterverkaufen. Es gibt auch manchmal die Unterscheidung zwischen Intermediate Good Firms und Final Good Firms. Da kauft dann die Final Good Firm heterogene Produkte von den Intermediate Good Firms. Da gibt es einfach ganz viele verschiedene Varianten in den Modellen. In allen ist es so, in den DSGE-Modellen gibt es in den meisten Märkten keine vollkommene Konkurrenz mehr, sondern irgendwie eine Abwandlung, monopolistische Konkurrenz oder sogar Monopolmärkte. Das war historisch gesehen ein ganz großer Schritt vom RBC zum DSGE-Modell. Meistens, nicht immer, gibt es aber trotzdem eine repräsentative Firma. Übrigens genauso wie hier bei den Haushalten auch, gibt es in der Regel meistens einen repräsentativen Haushalt, auch wenn es da jetzt neuere Modelle gibt, wo es heterogene Haushalte gibt. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Dritte wichtige Element im DSGE-Modell ist die monetäre Autorität. In der Regel ist das eine Zentralbank. Diese Zentralbank, die setzt die Zinsraten mit dem Ziel, die Inflation zu stabilisieren in der Regel. Die gibt auch gegebenenfalls Bonds auf, finanziert gegebenenfalls die Regierung, wenn sich so eine Regierung in dem Modell findet. Und damit sind wir jetzt auch sozusagen bei diesem Teil der optionalen Agenten. Also hier diese drei Agenten findet ihr eigentlich in jedem DSGE-Modell. Mir ist jetzt keins bekannt, wo irgendwie einer von diesen Agenten fehlt. Die Regierung ist nicht immer explizit modelliert. Die Regierung ist für Fiskalpolitik zuständig, also zum einen das Erheben von Steuern, zum anderen aber auch zu Ausgaben, sowas wie Arbeitslosenversicherung oder fiskalpolitische Stimuli zur Stabilisierung der Wirtschaft etc. etc. Da gibt es breite Variante von dem, was die Regierung da machen kann. Was meistens angenommen wird, ist die sogenannte ricardianische Äquivalenz. Ricardianische Äquivalenz sagt, wenn die Regierung Schulden aufnimmt, um Ausgaben zu finanzieren, dann antizipieren das die Haushalte
und sparen automatisch mehr, weil sie davon ausgehen, dass die Schulden ja von der Regierung in der Zukunft zurückgezahlt werden müssen. Und das geht ja nur darüber, dass die Regierung mehr Steuern erhebt. Das heißt, die Haushalte passen sozusagen ganz im Sinne der rationalen Erwartungen ihr aktuelles Konsumverhalten gleich an und erhöhen das nicht automatisch nach oben, wenn die Regierung schuldenfinanziert fiskalpolitische Stimuli durchführt, weil die Haushalte eben antizipieren, dass sie irgendwann später mal mehr Steuern zahlen müssen, um diese neuen Schulden aufzugeben. Ziemlich haarige Annahme, kann man sich vorstellen, aber hier ziemlich weit verbreitet. Dann ist es so, gerade vor der Finanzkrise hat dieser Teil jetzt häufig gefehlt. Jetzt gibt es aber immer mehr Banken, die Kredite vergeben und Girokonten managen. Sozusagen so der Finanzmarkt ist jetzt in modernen DSGE-Modellen immer wichtiger geworden. Das Ganze können wir sozusagen so verstehen als quasi die Modellökonomie, die eigentlich den meisten DSGE-Modellen zugrunde liegt. Und dann gibt es noch was super Wichtiges, aber auch irgendwie ein bisschen Schräges. Diverse exogene Schocks. Schocks auf Technologie, Präferenzen, Geldpolitik etc. Was zur Hölle sind diese exogenen Schocks? Also, das Ding ist, die Dynamik von dem DSGE-Modell, wie wir später sehen wollen, ist in der Regel ziemlich langweilig, wenn man diese exogenen Schocks nicht hätte. Diese exogenen Schocks sind Schocks, die so ein bisschen aus Middle of Nowhere kommen und die Ökonomie aus ihrem Gleichgewicht heraus pushen und somit natürlich gewisse Anpassungsprozesse auslösen, sozusagen diese ökonomischen Forces, von dem am Anfang im Zitat die Regel war. Ein Technologieschock ist zum Beispiel, dass alle Firmen plötzlich produktiver werden, oder ein Präferenzschock ist, dass die Haushalte plötzlich ein bisschen andere Güter präferieren oder zum Beispiel zukünftige Konsum plötzlich wichtiger finden. Geldpolitischer Schock, ja, die Zentralbank senkt irgendwie die kurzfristige Zinsrate. Alle solche Sachen, die nicht endogen aus dem Modell entstehen, sondern quasi exogen da reingefeuert werden. Man nimmt dann in der Regel ab, dass diese Schocks irgendwie immer normal verteilt sind, mal positiv, mal negativ, mit Mittelwert Null. Und die sind eben ein wichtiger Treiber der Dynamik in den Modellen. Und das werden wir später bei den Kritikpunkten an den Modellen auch sehen. Manche Leute sagen, hey, das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen Cheaten, ne? Also ihr baut jetzt hier ein Modell von der gesamten Volkswirtschaft und dann die Dynamik kommt vor allem durch exogene Schocks, deren Ursprung völlig ungeklärt ist. Ich denke, es ist relativ unstrittig, dass es solche exogenen Schocks gibt. Also die sind auf jeden Fall da. Ob sie jetzt halt die zentralen Treiber ökonomischer Dynamik sind, das ist dann so ein Teil dieser Debatte darüber, wo Stärken und Schwächen der DSGE-Modelle liegen. Ich habe jetzt total oft dieses Akronym DSGE-Modell verwendet. Was bedeutet das eigentlich? Ja, Dynamic. Die Modelle sind dynamisch. Es sind Modelle, mit denen wir Zeitreihen simulieren, Zeitreihen analysieren, wo wir die Reaktion von einer Ökonomie auf exogene Schocks über die Zeit uns anschauen. Und wo auch die zentralen Probleme oder Entscheidungsprobleme der Agenten dynamischer Natur sind. Ne? Haushalte maximieren nicht ihren heutigen Nutzen, sondern sie maximieren intertemporal in die Zukunft blickend. Das heißt, so das dynamische Element in diesen Modellen ist ganz klar erkennbar, deswegen Dynamic. Sind Stochastik, dadurch, dass halt hier quasi vor allem diese Schocks hier stochastisch sind. Das heißt, es ist einfach ein wichtiges, zufälliges Element in diesen Modellen. Und es sind Modelle, die auf einem allgemeinen Gleichgewicht aufbauen. Man löst diese Modelle, indem man hier die Interaktion von diesen ganzen Akteuren sozusagen durch funktionale Zusammenhänge darstellt und annimmt, dass hier diese ganze Ökonomie mit ihren ganz verschiedenen, vielen verschiedenen Sektoren im allgemeinen Gleichgewicht sich befindet. Deswegen Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Kernidee dabei ist, dass eigentlich die Modelle sozusagen in ihrem Kern ein Real Business Cycle Modell sind und zu diesem Real Business Cycle Modell bestimmte Sachen hinzugepackt werden, nämlich insbesondere Geld und Frictions. Was ist damit gemeint? Sozusagen hier insbesondere dieser Teil, Firmen und Haushalte, das ist Kernelement von einem einfachen RBC-Modell, Real Business Cycle Modell. Da spielen alle Dynamiken in so einem Modell, sind getrieben durch realwirtschaftliche Prozesse. Also Geldpolitik oder sowas spielt da keine Rolle. Per Definition keinen Einfluss in diesen Modellen. Demzufolge war natürlich auch hier die Rolle der monetären Autorität da relativ gering. Regierung gab es oft oder gab es dann weitergehenden RBC-Modellen, aber wir werden sehen, in den RBC-Modellen, die zeichnen sich vor allem dadurch auf, dass wir
dass wir hier in den Produktmärkten, aber auch überhaupt eigentlich in allen Märkten, in Modellen, vollständige Konkurrenz haben. Keine monopolistische, keine unvollständige Konkurrenz, sondern perfekten Wettbewerb. Und demzufolge war natürlich auch die Implikation die, dass Governments eigentlich der Wohlfahrt nichts Gutes tun können. Ne? Also in diesen klassischen RBC-Modellen war eigentlich Government Intervention immer schädlich, immer schlecht, niemals Wohlfahrt erhöht. Einfach weil alles sozusagen per Definition im Perfekt lief. Ne? Es gab keine Frictions, also keine Unvollkommenheiten. Rational Expectations waren wirklich fully rational. Es gab keine Anpassungskosten, kein gar nichts. Und dementsprechend war natürlich auch wohlfahrtserhöhende Politik nicht so richtig drin. Bei den DSGE-Modellen, da hat man dann sozusagen diesen Teil genommen und hat dann eben hier, also Regierung ist viel, viel fortgeschrittener, die ist eigentlich in allen DSGE-Modellen dabei, auch hier monetäre Autorität spielt immer eine riesige Rolle oder also es spielt eine zentrale Rolle. Überhaupt kann die Geldpolitik jetzt einen Einfluss haben, die kann auch einen langfristigen Einfluss haben. Sie kann einen kurzfristigen Einfluss haben, in jedem Fall kann sie die Wohlfahrt erhöhen. Überhaupt ist jetzt plötzlich auch Raum für Policy-Akteure da. Man könnte jetzt sagen, okay, das ist vielleicht ein Grund, warum die Modelle auch so plötzlich beliebt geworden sind bei Zentralbanken und den Governments, weil sie ihnen jetzt plötzlich auch die sozusagen einen Raum in dem Modell gegeben haben. Auch Banken oder sowas, insbesondere nach der Finanzkrise, sind DSGE-Modellen drin. Das heißt, sozusagen DSGE ist einfach eine sehr, sehr elaborierte Fortentwicklung von Real Business Cycle Modellen, wo einfach auch quasi die monetäre Seite der Ökonomie eine viel, viel größere Rolle spielt. Es gibt von DSGE-Modellen unfassbar viele Varianten. Ne? Es gibt Modelle mit nur einem Sektor, einem homogenen finalen Gut. Es gibt Modelle mit mehreren Gütern. Es gibt Mehrsektorenmodelle. Es gibt Modelle, wo nur eine Volkswirtschaft eine Rolle spielt. Es gibt Modelle, wo mehrere Volkswirtschaften eine Rolle spielen, wo dann auch Handel eine Rolle spielt, etc. etc. Also je nachdem, was man analysieren will, gibt es wahrscheinlich dafür schon DSGE-Modelle. Und wir werden uns nicht mit dieser ganzen Variantenreichtum auseinandersetzen. Wir werden uns später in dem formalen Teil ein Real Business Cycle Modell angucken, was sozusagen hier einfach den Kern sozusagen ausmacht. Man kann nämlich mit dieser Logik einfach schon sehr viel verstehen. Ja? Und wenn man jetzt weiß, wie das alles perfekt im RBC-Modell funktioniert, dann kann man sich viel besser vorstellen, wie es imperfekt dann eben im DSGE-Modell funktioniert. Für die Erweiterung, Beispielmodelle etc. habe ich euch ganz viel Further Readings reingepackt. Die könnt ihr euch dann auch noch anschauen, wenn ihr da einfach nochmal ein Beispiel für wirklich ein richtiges, in Anführungszeichen, DSGE-Modell sehen wollt. Aber die Logik versteht man auch einfach durch Blick auf diesen Real Business Cycle Kern. So, jetzt ganz wichtige Lesson, um die Psychologie des modernen DSGE-Modellierers oder Modelliererinnen besser zu verstehen. Die Orientierung an empirischen Daten. Ihr habt es bestimmt schon x-mal gehört, Empirical Turn in Economics. Die Ökonomie ist jetzt eine empirische Wissenschaft. Passt jetzt vielleicht nicht so irgendwie so rein, Modelle, ist nicht alles Empirie? Naja, DSGE-Modelle nehmen für sich in Anspruch, data-driven zu sein. Das ist ein bisschen schräg, ja, weil es sind ja irgendwie Modelle. Und also wir wissen ja sowieso, dass es so einen komplett data-driven Approach überhaupt nicht geben kann. Theoriegeladenheit der Beobachtung. Und gerade bei Modellen ist es eh schräg, dass sie data-driven sind, weil es sind ja Modelle, aber whatever. Es hat aber dennoch was für sich, ne? Also zum einen ist es einfach repräsentativ für das Mindset von den Personen, die damit arbeiten. Diese Menschen verstehen sich nicht in erster Linie als Theoretikerinnen, sondern als empirisch arbeitende Ökonominnen, die sozusagen Theorie und Empirie zusammenbringen. Aber auf jeden Fall nicht ideologisch sind, sondern sich durch Daten und Fakten treiben lassen. Das ist einfach erstmal wichtig, um den Mindset zu verstehen, der da am Arbeiten ist. Und es hat schon in dem Sinne was für sich, dass tatsächlich Arbeit mit Daten eine sehr, sehr große Rolle in der Arbeit von DSGE-Modellierern spielt. Und als Beispiel einfach mal eins aus dem Paper, was ich auch hochgeladen habe, Reaktion auf Geldpolitik. In dem Paper präsentieren die Autorinnen hier Ergebnisse aus der empirischen Forschung. Ja, das hier sind Schätzergebnisse von sogenannten vektorautoregressiven Modellen, also VAR-Modellen, Vector-Autoregressive Models. Das sind ökonometrische Modelle, die insbesondere verwendet werden, um die Implikationen von bestimmten Policy-Shocks zu quantifizieren. Ja. Hier geht es Reaktion auf einen geldpolitischen Schock.
Und was wir hier sehen, sind sogenannte Impulse-Response-Functions oder Impulse-Reaktionsfunktionen. Was genau soll das sein? Ihr seht hier auf der X-Achse sind Quarters, ja? Also das ist sozusagen die Zeitdimension, Quartale. Punkt 0 ist der Zeitpunkt, wo der Schock eine Ökonomie trifft. Und danach schätzen wir sozusagen den Effekt auf diesen Schock in der Ökonomie. Hier ist es zum Beispiel so, die Reaktion von Real GDP auf einen geldpolitischen Schock. Am Anfang steigt, in den ersten 5 Quartern steigt das GDP auch als Reaktion auf diesen Schock und danach sinkt es im Vergleich zum Ausgangswert auf diesen Schock. Ja, das heißt, diese Impulse-Response-Function geben uns halt die Reaktion einer Größe auf einen exogenen Schock an. Ja, und zwar auf eine dynamische Art und Weise, nicht nur den unmittelbaren Schock oder die unmittelbare Reaktion, die direkt auf den Schock folgt, sondern den Schock über die Zeit hinweg. In dieser Abbildung ist es so, dass hier ist sozusagen die Reaktion auf den Schock, die im Standardmodell geschätzt wird. Dann gibt es ganz viele verschiedene alternative Spezifikationen. Diese alternativen Spezifikationen sind durch die kleinen grauen Linien hier dargestellt und hier die gepunkteten Linien geben dann 95% Quantile an, geben also so den groben Rahmen an, in dem wir auf jeden Fall erwarten würden, dass sozusagen der Schock sich so manifestiert. Und diese VAR-Modelle sind einer der am weitesten verbreiteten Wege, sozusagen die Reaktion einer Ökonomie auf einen bestimmten Schock zu verstehen. Was hier, finde ich, mehr Kern ist, um diese Impulse-Response-Functions zu verstehen, hier auf der X-Achse sind keine Jahreszahlen angegeben, sondern da sind die Zeit nach dem Schock angegeben. Es kann jetzt sein, das ist jetzt hier... also der Schock der in den Daten, der kann ja 1995, 2000, 2005 kommen, ja, aber in jedem Fall als Reaktion auf diesen Schock ist immer diese Reaktion hier zu beobachten. Diese Reaktion wird quasi aus den Daten geschätzt. Und das ist eine Reaktion einfach, die als Referenzpunkt nicht ein bestimmtes Jahr hat, sondern den Zeitpunkt eines Schocks. Und was jetzt die SGE-Modelle für sich in Anspruch nehmen, ist, dass sie sozusagen auf diese Ergebnisse hier der empirischen Forschung gucken und diese in einem, diese sogenannten stilisierten Fakten in einem Modell reproduzieren. Uns also eine Modellökonomie zur Verfügung stellen, die sich genauso als Reaktion auf diese Schocks verhält wie eine echte Ökonomie. Und was man da jetzt hier macht, man baut eben, bastelt so lange an seiner Ökonomie rum, dreht so lange an den Parametern, kalibriert sie so gut, fügt so viele Mechanismen dazu, dass einfach hier diese Reaktionen im Modell, also das hier ist jetzt quasi eine Wahrschätzung auf Basis des Modells, mehr oder weniger genauso verhält wie hier die Reaktion der echten Ökonomie. Also in beiden Fällen hier und hier hat man sozusagen ein VAR-Modell verwendet, um die Reaktion auf Schocks zu schätzen. Und hier ist es eben eine Modellökonomie und hier ist es eine richtige Ökonomie. Und es ist eben ganz, ganz, ganz großes Anliegen der DSGE-Modellierer, dass das hier möglichst genauso aussieht wie das hier. Ja, also dass man sich eben wirklich in seinem Modelldesign davon treiben lässt, wie eben echte Ökonomien sich verhalten und man versucht halt diese Modelle so möglichst genau darauf hinzutrimmen. Und ich erinnere da jetzt nochmal an unsere allererste Wissenschaftsphilosophie-Ding. Session, man möchte die deskriptive Output-Validität von diesen Modellen einfach stark nach oben pushen. Ja, das ist sozusagen das zentrale Motiv. Viele Anpassungen in den Modellen, die vorgenommen wurden, sind dann auch tatsächlich motiviert durch verbesserte deskriptive Output-Validierung. Was man hier jetzt schön sieht in dieser Abnehmung, das Beispiel Sticky Wages, also dass Unternehmen nicht gleich unmittelbar die Wages optimal setzen können, sondern immer mit einem bestimmten Lag. Wir sehen nämlich hier die blaue Impulsreaktion. Hier ist die gelbe ist die des Modells, die blaue ist die aus den empirischen Daten. Und die rote hier ist die aus dem Modell, wenn wir keine Sticky Wages nehmen.
Was jetzt das Argument ist, wir brauchen Sticky Wages in den Modellen. Also wir können keine perfekte Anpassung der Unternehmen auf Faktorpreise annehmen, weil wenn das so ist, dann kriegen wir nämlich diese rote Kurve und die passt überhaupt nicht zu der blauen. Und wir wollen aber unser DSGE-Modell so bauen, dass es das hier repräsentiert. Am besten sieht man es vielleicht hier. Da kriegt man in einem Modell, wo man keine Sticky Wages hat, kriegt man diese Impuls-Response-Reaktion. In einem Modell, wo man Sticky Wages hat, bekommt man diese Impulsreaktion und die empirische ist die hier. Da die gelbe Linie deutlich näher ist an der blauen, ist das auf jeden Fall die Modellspezifikation, die besser ist. Ja? Bei dieser Kalibrierung werden sowohl Mikro- als auch Makrodaten verwendet. Ein ganz großes Argument der DSGE-Model-Community ist, dass sie häufig Mikrodaten auch verwenden. Wenn man ehrlich ist, werden die sehr selektiv verwendet. Wir werden sehen, manche Mechanismen kriegen die SGE-Modelle tatsächlich recht gut hin. Die können sie tatsächlich recht gut reproduzieren. Also diese Beispiele hier, die wir hier gesehen haben, naja, das schaut schon irgendwie recht beeindruckend aus. Andere aber nicht, also Firmengrößenverteilungen etc. ist so mittel. Das heißt, diese Orientierung an empirischen Daten ist selektiv. Sie ist da, auf jeden Fall, und die Orientierung an Daten ist ein wichtiger Treiber dafür, was in diesem Forschungsprogramm passiert. Das muss man auf jeden Fall einfach akzeptieren. Es ist aber, finde ich, auch nicht richtig zu sagen, dass sie ausschließlich oder dass sie wirklich alle Daten gleich ernst nehmen. Ne? Es gibt einfach auch viele empirische Patterns, die in dem Modell nicht so gut passen, und es ist vielleicht auch so ein bisschen dieses vergiftete Klima in der Makroökonomik im Moment, dass man da auch nicht bereit ist, sozusagen das irgendwie angemessen ernst zu nehmen. Also es ist schon ein sehr starker und wichtiger Teil der Selbstidentität der DSGE-Community zu sagen, wir sind data-driven, wir nehmen das alles ernst. Gleichzeitig wird ihnen das halt von ihren Kritikerinnen auch besonders vorgeworfen, dass sie eben scheinbar nicht alles ernst nehmen beziehungsweise nicht eingestehen, dass bestimmte Aspekte da einfach nicht berücksichtigt werden.